haben. Hast ein besseres Doch, Bild. natürlich. Ein schlechteres Bild. Nein. Ramon, ich habe gerade das Bedürfnis, dich zu schlagen. Ich habe ein schlechtes Feuer Bild. und Flamme bist du dann. Ja, ich bin sowieso Feuer und Flamme. Oh, er sieht was im Hintergrund. Siehst du meine Palme am Rand? Jetzt nicht mehr. Ich will deine Palme gar nicht sehen. Sowas Widerwärtiges will man nicht sehen. Nein, nein, nein. Ich rede von wow. Ich rede von wow. Ja, wow, Er sehr groß. rede von wow. So, er redet also von wow. Was soll ich denn da tun? Wie unglaublich schwul klang das denn? Du bist einfach nur. Ach, was soll ich denn da machen, du Gay-Locke? Ja. Sterben. Gestorben, Alter. Einmal nur. Nein, ich gehe nicht sterben, weil ich leben will. Hast du Nein. dich entschieden? Ich Nein. möchte leben! Ja, Das kenne ich irgendwie. Stirb! Ja, es kommt mir auch gerade bekannt vor. Ich Ich glaube, weiß, woher ich es kenne, es ist von One One Piece. Piece, ja, mir ist Von es auch gerade eingefallen. Robin. Nico Robin, genau. Zwei männliche Namen in einem weiblichen Wesen. Ja. Oh lol, wer möchte uns ärgern? Oh lol, ich ärgere mich gerade selber. Deine. Oder. Fuck! Deine Mutter LP. Gibt es den? Nein, aber es gab mal so scherzweise etwas. Das war damals, als ich und Sebo noch ganz dicke waren, also Sebo LP. Und dann hat einer von euch beiden abgenommen. Ich merke schon. Nein, dann habe ich gesagt, so, brauche einen neuen Kanal. Irgendwelche Vorschläge? Ja, nenn deinen Kanal nach meiner Mutter. Ja, wie? Ja, Roswitha. Roswitha LP? Deine Das klingt Mutter doch LP. scheiße, da wäre mir ja deine Mutter LP viel lieber. Und so, das war die Geburt von deine Mutter LP. und so entstand deine Mutter LP für ungefähr 24 Stunden. Bam, bam. Wow, er konnte gerade. Eigentlich, wenn er gerade richtig hingeguckt hätte, hätte er meine neue Frisur bewundern können. Er hat sich lediglich die Arschhaare toupieren lassen. Wow, das geht ja so. Also, Ja. das hat gerade gepasst. Die Arschhaare toupieren lassen? Wow, das geht ja sogar. Denk mir auch so, hä? Der bestätigt tatsächlich, dass er sich die Arschhaare toupieren lassen hat. Kleines Flammkügelchen, du gehst jetzt aus. Du gehst aus. Oh. Ich hab gehört, du hast eine Kerze in den. Nur Mittwochs. Er steckt also Kerzen in den Arsch. Heute ist Dienstag, hallo. Aber du steckst dir trotzdem Kerzen in den Arsch. Mittwochs. Ja. Nur Ja. Mittwochs. Ja. Wow, Skill. Jump. Auf Also Doom. alles jeden Tage, jedenfalls einmal eine Kerze. Sollte dieses LP eigentlich zu Beginn nicht jugendfrei sein? Eigentlich schon, aber. Scheißegal. Ja, irgendwie schon. Ja, geschafft. Wow, ich bin von mir begeistert, dass ich das sogar noch schaffe hier. Alter. Ich krieg gleich die Krise. Warum? Jetzt habe ich schon wieder falsch gerendert. Da, Mein da, Gott! da. Ich hasse Cranky! King Magics! So. So. Ja, an dem Programm kann es auch liegen, dass du alles verkehrt renderst. Ja. Ich hab gehört jetzt. Ich bin froh, wenn das Projekt vorbei ist. Deine Worte ermüden mich, Schlappschwanz. Raketenraserei. Jetzt kommt er schon wieder. Raketenraserei. Jetzt kommt er schon wieder. Raketenraserei. Raketen. Rakete. Ey, wir dürfen. Cat Wir Moss. dürfen. Wir dürfen Fred seine Schwester nicht
erwähnen. Kate? Heißt sie wirklich so? Nein, die heißt Käthe. Heißt sie wirklich so? Die heißt wirklich Käthe. Du bist doch für dein Leben egal. Ja, die ist für ihr Leben gezeichnet. Das hat sie schon festgestellt. Ich möchte nichts gegen Namen sagen. Vielleicht heißt einer meiner Abonnentinnen Käthe. Ja, Käthe. Nicht Käthe, sondern Käthe. Käthe mit auch noch. Weißt du, das Krasse ist immer, wenn Fred da ist, sage ich nur, hey, heute gibt's wieder einen Käthe-Ring. Oder Lust auf eine Runde Käthe-Klissen? Kenn ich nicht. World of Warcraft, Käthe-Klissen? Ich kenn kein World of Warcraft, tut mir leid. Also ich kenne World of Warcraft schon, aber ich habe es nie gespielt, das hat mich ja niemals interessiert. Du musst es ja nicht spielen, allerdings wird dir sicher Kataklysm nur ein Begriff sein. Nein! Das letzte Add-on auf jeden Fall. Und ja, Kataklysm. Wow, du bist ein wahrer Hero. Du kennst, okay, das hat nichts mit Hero zu tun, das ist schon eher arm. Ich möchte nichts gegen WoW-Spieler sagen. Ihr seid echt coole Typen, aber es ist nichts für mich. Opfer! So, das muss mal raus. Weil ich kein WoW spiele? Nein. WoW-Spieler sind Opfer. Nein. WoW-Spieler sind auch Tiere, Menschen. Ja. Tiere, die sich. Off, du Fotzenviech. Warum? Epische Rüstung rosa anmalen. Also ich bin eigentlich ein Fan von MMO. Ich glaube, das gehört doch auch dazu, oder? Ja. Aber ich bin eher der Freeware-MMO-Gamer. Allerdings ist hier das Massive eher auf Massive-Abzocke abgestimmt und nicht auf Massive... Also Fun. Ja, auf... Warum muss ich sterben? Ich mag das Level nicht. Ich mag es einfach nicht. Warte mal, MMO, Massive... Böse. Was war denn jetzt das zweite M nochmal? Ach so, keine Ahnung. Massive Maps. Massive Motherfucking. Dann reden jetzt also doch von WoW. Ja. Oh, ich möchte Safe Sets verwenden, aber es geht leider nicht auf AOE. Ah, fick dich, du. Ja, ich spiele alles über alle meine Spiele, die ich bis jetzt gemacht habe, außer Mario. Super Mario Land. World? Super Mario World 3? Ramon, kannst du dich zufälligerweise noch an das Video erinnern, wie man eine Banane noch anders schälen kann? Hör auf! Nein! Ich möchte mich gar nicht mehr dran erinnern. Weißt du, was gerade awesome ist? Du hast es nachgemacht. Nein, es ist gerade in den vorgestellten Videos bei mir. Also empfohlen den Videos. So, jetzt muss ich gucken, wie mache ich das? Warum? Ich kann da gar nicht ausweichen. Immer der gleiche. Er wurde von hinten rangenommen. Ach, wir wollen die Arschlöcher weggebracht. So, Banane schälen. Ja, gib mal Banane schälen und dann Japan. Reicht das schon? Ich glaube ja. Ich weiß nicht, ich versuche jetzt erstmal mit Banane schälen. Ja, Banane schälen, gleich das erste Video. Ja, Banane schälen und dann das erste Video. Also. Ich würde sagen, guckt es euch nicht an, aber er verlangt es ja schon fast, kann man sagen. Ich würde sagen, ihr schaut es euch an. Schreibt, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? What? Schreibt dann eure Eindrücke in dieses Video und... Also, ich möchte nichts sagen, aber du hast das Wort Eindrücke verwendet. Ja gut, sagen wir mal so, die Banane wird halb eingequetscht, ja. Egal, lass es die Leute gucken, wenn sie möchten. Wenn nicht, ist auch gut. Wow. Okay, das ist schwer gewesen, das weiß ich noch. Alter, du überlebst es! Wow, das war knapp. Meiner Meinung nach war ich auch in der Flamme schon drin, aber okay. Ja, würde ich auch sagen. Ich möchte nicht so enge Passagen, bitte nicht. Jetzt wird's aber heiß. Ja, ich glaube, du hast es jetzt langsam hinter dir. Und jetzt muss ich da reinfallen. Boah. Er hat's geschafft! So. Damit ihr wisst, womit ihr euch dann einlässt, wenn ihr dieses Video anschaut. Guckt es geht um eine Band.
der sich eine Banane zwischen Backen klemmt, also seine Gesichts... Seine nicht, Gesicht- nicht zwischen die Gesichtsbacken, sagen wir so. Sich zwischen Gesichtsbacken quetscht. Ja, es sei denn, ihr seid ein Arschgesicht. Ja, und dann mit dem Backen ein bisschen wackelt und somit die Banane aus der Schale rausdrückt. Er tanzt. Er tanzt die Banane aus seinem Arsch. Allerdings, man möchte ein Zitat mal sagen. Ni-hi. Ja, ich glaube, so macht der Mann. Nee, warte, nee. Macht er so? Ich weiß nicht. Ich höre es jetzt nicht so ganz. Du guckst das nicht gerade. Ich schaue es mir gerade an. Und ich bin immer noch begeistert davon. Hast du österreichisches Netz? Ich glaube, es ist sogar in Deutschland verboten worden. Also nicht verboten, sondern gesperrt einfach nur. Nein, nicht wirklich. Klatscht er nicht sogar dabei in die Hände? Warte. Nee, das kann er nicht machen, weil seine Arme weit ausgestreckt ist. Was man allerdings erwähnen möchte, ist, dass die Jury ziemlich begeistert ist und wissen, was das seines Wortes. Alter, das geht ja jetzt halt langsam heiß her, ha? Huh? Episches Finale ist episch. Und ich darf jedes Mal von Anfang, das ist dieser... Ach nee, doch nicht. Ja, ich beschwöre mich jedes Mal von Anfang und stehe am Checkpoint. Na klar. Nein, doch nicht. Oder ist das der Checkpoint? Ja, was willst du? Aber stell dir mal vor, du würdest jetzt dazu jede Banane schälen in dein Leben. Ich will diese Banane nicht essen. Ich würde diese Banane sag mal so, du anfassen. Du hättest echt einen durchtrainierten Arsch. Du hättest einen richtigen Knackarsch. Wow. Das ist mir aber nicht wert. Das ist Lebensmittelverschwendung. Alter. Du ziehst über Afrikaner her. Den kannst du es auch zu essen geben. Ich zieh doch nicht über Afrikaner her. Nee, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand, niemand. Das ist ein Kinderlied. Hallo? Alter, du weißt, wie rassistisch das ist. Das ist ein Kinderlied. Da kann ich doch nichts für. Du bist trotzdem rassistisch. Ich bin kein Rassist. Nee. Ich hab nichts gegen Tiere. Seht ihr mal wieder. Nein, das Ramon ist natürlich... Ramon sieht in Frauen Fickopfer und in Afrikaner Tiere. Wieso Fickopfer? Ich hab niemals behauptet, dass ich in Frauen Fickopfer sehe. Nein, aber Nutztiere, die man töten kann. Alter, nur weil du deinen Hund täglich vergewaltigst, heißt es noch lange nicht, dass du Frauen auch. Lass meinen Hund in Ruhe. Lass meinen Hund aus dem Spiel, dann lass ich deinen aus dem Keller. So. War das nicht mit Mutter? Seine Mutter ist genauso behaart. Wie mein Hund? Ja. Scheiße, hat sie sich schon wieder nicht rasiert? Ja. Oh. War kein schöner Anblick für dich, ne? Aber es ist nett, dass meine Mutter so einen Jungen abkriegt, wie also so einen Jungen vom Alter her. Naja. Bin ich echt froh drüber. Redest du jetzt von mir? Ja, sag ich doch. Nein, ich will nicht trauen, so ein Schwiegerpaps sein. Das ist ja gay. Du hast gerade gesagt, du willst das sonst wissen. Also ich bin froh, dass meine Mutter einen Jungen abkriegt. Wenn es Spaß macht, Micha, wenn es Spaß macht. Ja, klar. Ich schicke dir keine Mumien. Ui. Ja, so viel zur Jugendfreiheit. Ist What the fuck? Längst, was tut ihr da? Ist schon längst flöten gegangen. What the fuck? Ich würd mal sagen, die Welt geht langsam runter. Warum komme ich gerade darauf? Ich bin kurz vorm Sterben und ich singe hier. Jedenfalls solltest du hin und wieder mal springen. Hab ich doch. Siehst du? Springen hat mich gerettet. Ja, klar. Wenn du es anschiebst. Interessant. Und wir reden schon wieder über alles andere, nicht über das Spiel. Irgendwas mache ich verkehrt mit dir. Warte mal, wir haben doch gerade über Springen geredet. Ja. Ja. Steiniges Auf und Ab, aber davor nicht. Stell dir vor, da haben wir über Mumien geredet. Ich habe extra gesagt, dass wir über Mumien geredet haben, über nichts anderes. Nein, wir haben über deine Mutter geredet. Okay. Weißt du, was der absolute Burner wäre? Wenn sie deine LPs anschauen würde. Macht sie doch.
Sie hat mich über 50 Mal abonniert, damit mein Selbstvertrauen sich gesteigert hat. Ach so, okay. Ich habe gar keine Abonnenten, außer hier, der auch das Kommentar geschrieben hat, über das ich so froh bin. Also es ist deine Mutter LP und dein